Ja, herzlich willkommen zu meinem Vortrag 50 Shades of Java. Ist vielleicht ein bisschen anderer Vortrag. Ich hoffe, ihr habt aber trotzdem Bock drauf. Geht vielleicht heute nicht darum, wie man die perfekte Java-Applikation entwickelt, sondern vielleicht mal ein bisschen mehr darum, wie man genau das nicht tut und welche Sachen man vielleicht nicht unbedingt machen sollte, wenn man eine Java-Anwendung entwickelt. Von daher auch am Anfang ein paar Hinweise, wo ich drum gebeten wurde. Also das ist wirklich jetzt nur Sachen für die Hardcore-Entwickler, die jetzt kommen. Alle anderen, die sollten besser hier den Zoom-Raum verlassen. Letzte Chance. Okay, gut. Bevor wir starten, vielleicht kurz zu mir. Ich bin Hendrik. Ich komme aus Dortmund, leite da auch die Java User Group Dortmund und ja, mache hauptberuflich Java. Ich bin Mitarbeiter und Mitbegründer der Firma Karakun. Wir sind ein IT-Haus, wir machen Java Consulting, Java Experten Consulting und ich bin da viel im Open Source unterwegs und im Bereich Java Architektur und ja, im Bereich Community und habe nebenbei dann im Bereich Open Source und Community auch ja, ziemlich viel im Java-Ökosystem gemacht. Ich bin bei 3 JSR-Expert-Groups Mitglied gewesen oder noch immer Mitglied, habe zum Beispiel bei Bean Validation mitgearbeitet an dem Standard und halte immer mal wieder Vorträge über Java, hauptsächlich in der letzten Zeit Java SR und Java Core-Themen. Und bin da dann auch seit einiger Zeit Java-Champion und habe dann auch schon zweimal auf der Java One den Java Rockstar Award gewonnen für die Vorträge und bin seit letztem Jahr beim Adopt OpenJDK im technischen Steering-Komitee mit drin, um das Adopt OpenJDK-Projekt voranzubringen und ja, weiterzubringen. Genau. Aber um all die Sachen soll es heute im Endeffekt nicht gehen. Heute soll es so ein bisschen um Dirty Hacks gehen. Und ja, der Norbert hat schon Angst riesig gerade. Das solltest du auch, Norbert. Gucken wir uns mal an. Was wollen wir uns denn heute so für Themen angucken? Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Das ist auch die letzte Folie. Danach machen wir eigentlich nur noch Live-Hacking. Das heißt, im Worst Case funktioniert keine dieser Sachen. Ich hoffe aber, dass wenigstens einige funktionieren. Ja, was machen wir? Also erstmal fangen wir damit an. Ich glaube, das Wichtigste für uns, die meisten hier werden ja irgendwie Java-Consultant sein oder Java halt hauptberuflich machen, mit Java eben Geld verdienen. Und da gucken wir uns als allererstes mal an, wie man damit richtig reich werden kann. Also einfach so der einfachste und wichtigste Tipp, den man wissen muss, um als Java-Consultant richtig Asche zu verdienen. Und danach gucken wir uns halt noch so ein paar andere Sachen an. Wir haben ein bisschen Spaß mit Integer und anderen Datentypen, gucken uns mal Schleifen in Java an und wie man die sinnvoll verwendet. Da vielleicht dann auch so ein paar modernere Sachen, die ja jetzt in Java Einzug halten, wie zum Beispiel Pattern Matching. Vielleicht habe ich auch so den ein oder anderen schmutzigen Trick dabei, schauen wir mal. Und am Ende, ja, bewegen wir uns dann vielleicht sogar so ein bisschen in der Grauzone. Da will ich ein neues Feature von Java zeigen, was wahrscheinlich vielen noch gar nicht so bekannt ist. Genau, wie gesagt, das war auch schon die letzte Folie. Das heißt, wir machen mit den Slides hier mal Feierabend und kehren einfach mal direkt hier, ich muss mal eben das Zoom-Ding verschieben, zum Vortrag. Bevor wir den Vortrag starten, ich hatte ja eben gesagt, ich bin bei der Java User Group Dortmund und bei Karakun und zusammen mit Karakun mache ich momentan was für die Java User Group Dortmund, wo, wenn Interesse besteht, alle mitmachen können. Und zwar für die Java User Group Dortmund haben wir eingeführt, dass wir an die Teilnehmer, wenn die Interesse haben, sogenannte Goodie Packs verschicken. Ich habe hier einfach mal einen liegen. Das sind Umschläge. Die sind gar nicht so undick, da sind unterschiedliche Sachen drin. Ich kippe mal hier ein bisschen aus. Da ist zum Beispiel drin, jetzt ist schon ein bisschen was rausgefallen, sowas wie die Java aktuell, bald auch die Java Pro, die kommt jetzt bald bei mir an. Dann sind da so ein paar Werbesachen drin, wie zum Beispiel ein Red Hat Query, auch so ein paar Flyer, aber auch richtig coole Sachen, wie zum Beispiel, oh, ich zeige es mal hier, Java-Sticker, hier so eine Java-Tesse oder hier so ein Duke in einer Rakete,
von Red Hat auch noch ein paar Sticker, Quarkus, auch Sticker von MongoDB und so sind da drin und es kommt immer mehr Sachen bei mir an. Wer da Interesse hat, so ein bisschen, da wir uns ja eigentlich vor Ort treffen können und nicht von Stand zu Stand gehen können, da so ein Goodie-Pack zu bekommen, ich in der Kamera, sorry, seht ihr meine Kamera nicht? Doch, okay, genau hier. Ich zeige noch mal unterschiedliche Sticker, wie zum Beispiel die Duke-Rakete oder den Java-Kaffeebecher. Genau, was hatte ich hier noch? Die Java aktuell liegt hier auf dem Tisch, Cookies und so. Genau, ich schicke, in der Kamera konnte man es gut sehen. Super, danke Norbert. Also wer da Interesse dran hat, der kann sich einfach, wir müssen das halt alles DSGVO-konform machen, der kann sich auf jeden Fall da einfach registrieren. Und dann bekommt er so ein Goodie-Pack zugeschickt. Das mache ich jetzt auch für die deutschsprachigen Talks, die ich habe. Okay, super. Dann würde ich aber sagen, fangen wir an. Und wie gesagt, Slides haben wir nicht mehr. Das heißt, ab jetzt gehen wir mal ein bisschen ins Coding hinein. Und ich habe ja versprochen, genau, ich habe hier im Endeffekt einfach, wir können ja mal angucken, was ich überhaupt mitgebracht habe. Ich habe ein Maven-Projekt mitgebracht. Ne? Machen wir mal hier zu. Das ist ein Maven-Projekt. Gucken wir mal rein. Hier haben wir eine POM. In der POM sagen wir, das ist das 50 Shades-Projekt. Wir laufen auf Java 11, kompilieren nach Java 11. Alle Sourcen sind UTF-8 und wir haben drei Module, Magic, Cray und Samples. Hier ist also noch keine Magie irgendwie drin. Das ist quasi fast ein klassisches. Oh, der Link ging offenbar nur an einen Moderator. Sorry, ich sehe es gerade. Ich poste den Link. Jetzt kann nicht jeder im Meeting. So, kommt das an? Ich hoffe, das kommt an. Jemand anderes hat es auch schon gepostet. Ja, das ist Juck Dortmund Sponsoring, den kann man auch gerne nehmen. Da steht oben nur Juck Dortmund drin. Ich hatte jetzt extra noch einen gemacht ohne Juck drin. Also einfach einen von den beiden nehmen, geht beides. Okay, kommen wir zurück zum Code. Ja, was sehen wir hier? Ist im Grunde wirklich ein plain Maven-Projekt. Wir gucken mal in das erste rein, in das erste Subprojekt, Samples. Und auch hier sehen wir, hier ist nichts drin. Ne? Also hier definieren wir einfach den Parent. Wir haben keine Abhängigkeiten, gar nichts. Ich würde das Ganze so ein bisschen aktiv oder interaktiv gerne machen. Deswegen habe ich hier auch auf meinem anderen Monitor den Chat groß auf. Es kann auch jeder gerne, wenn er Fragen hat, wenn er Kommentare hat, den Ton dazu schalten. Wir wollen nämlich gleich einfach mal ein bisschen zusammenhängen. So. Jetzt habe ich ja gesagt, als allererstes will ich euch beibringen, so wie werde ich als Java-Consultant reich. Das ist, glaube ich, für uns alle eigentlich, deswegen sind wir hier. Ja? Soll Spaß machen, aber wir wollen natürlich auch richtig, richtig Asche damit verdienen. Und deswegen lernen wir jetzt den Consultant-Trick 1000. Ich habe da eine Klasse vorbereitet, die liegt hier übrigens in dem Samples. Ne? Also in dem Samples habe ich hier einfach x Klassen. Und wo wir gerade die POM auch zugesehen hatten. Und bisher haben wir hier einfach nur eine Main. Ich hoffe, das ist allen soweit klar. Wir haben hier keine Magie oder Ähnliches. Und jetzt machen wir mal, wir können es ja mal einfach testweise machen. Wir machen mal ein System-Out-Print. Ups. So. Und da. So. Mache ich mal hier ein Verify. Also ein Maven Verify, um die Sachen einfach einmal zu bauen. Und genau, dann starten wir die Anwendung mal und dann sollten wir hier unten ja auch erwartungsgemäß guten Tag sehen. Ne? Sieht gut aus. Okay, so, natürlich ist das keine klassische Java-Anwendung. Ne? Also wenn wir über eine Java-Anwendung reden, haben wir ja im Endeffekt etwas, was länger läuft. Sagen wir zum Beispiel mal, irgendwie können wir ja mit einer Vorschleife simulieren, sagen wir mal 100. Und hier drin machen wir, ups, int i gleich natürlich. So, und hier drin machen wir jetzt als allererstes erstmal ein Thread Sleep für eine Sekunde. Ja, das heißt, ja, da können wir mal ein Try-Catch drum machen. Wenn das zu klein oder zu groß ist, schreibt einfach in den Chat. So, ja, das ist uns eigentlich egal, was da passiert. So, und jetzt machen wir im Endeffekt nichts anderes, als dass wir ein System-Out-Print machen. Und da geben wir jetzt aus, machen wir mal Step i. Größe passt so, super, dankeschön. Okay, so, was haben wir jetzt hier? Wir haben eine Main, wir haben hier eine Vorschleife drin, ne? Und da schlafen wir eine Sekunde und danach machen wir ein System-Out-Print.
So, was wird diese Anwendung wohl machen? Hat irgendeiner eine Idee? Wo haben wir hier die Java-Experten? Jemand im Chat eine Idee? Ja, machen wir mal eben weg. Das brauchen wir gerade nicht. Danke, Markus. Genau, also ich gehe davon aus, diese Anwendung wird 100 Sekunden oder 99 Sekunden jede Sekunde einmal was ausgeben. Und zwar dann Step und I. Genau, ja, Christoph Keimel, genau so sieht es aus. Und dazwischen immer 100 Sekunden waren. Ich kann sie ja schon mal starten, die Anwendung. Und dann gucken wir uns das Ganze mal hier an. Ne, jetzt sehen wir hier unten auch im Grunde genau das, was wir erwartet haben. Ich kann es ja mal ein bisschen größer machen. So, und wir erwarten, das Ganze passiert jetzt 100 Mal. Ne? So, und das ist jetzt eine gängige Anwendung. Im Endeffekt genau sowas, was wir für unsere Kunden entwickeln. Jetzt haben wir das Problem, jetzt ist die Anwendung ja fertig. Das heißt, ab jetzt verdienen wir kein Geld mehr. Weil der Code funktioniert, alles super, die Anwendung läuft. Das ist ein Riesenproblem für uns. Weil wenn wir in dem Status sind, dann verdienen wir ja gar kein Geld mehr für den Kunden. Das heißt, wir müssen es irgendwie hinbekommen und müssen diese Anwendung es irgendwie schaffen. Wir könnten ein Update bringen, um es schneller zu machen, genau. Viel besser wäre aber, wenn wir den Kunden richtig in Nöte bringen, oder? Also so richtig in Nöte, dass er sagt, boah, hier geht nichts mehr, oh mein Gott, wir müssen irgendwie was tun, damit das hier weiterläuft, sporadisch Fehler einbauen, genau. Da gibt es unterschiedliche Sachen. Eine andere Sache, die man auch einfach machen kann bei 99. Oh, was ist denn da passiert? VM self-destructed. Shit. Na, einer eine Idee? Ich kann den Code ja noch mal zeigen. Ja, keiner eine Idee. Threads bleiben offen. Nee, ist ja zu. Hier, also du siehst das ja bei IntelliJ auch. Ich könnte das jetzt neu starten. Ich kann die Anwendung quasi gar nicht stoppen. Irgendwas ist hier passiert. VM self-destructed. Und das ist ein sehr schöner Tipp für euer nächstes Projekt, wenn ihr halt glaubt, ihr macht da alles so gut, dass ihr Angst habt, dass der Kunde nicht mehr wiederkommt. Dann könnt ihr eine Funktionalität der JVM nutzen. Und zwar kann man in der JVM einen Timer einstellen und nach der Zeit beendet sich die JVM automatisch. Ich habe den Timer jetzt hier auf 1 Minute gestellt. Ihr könnt ihn natürlich auf 3 Monate stellen. Ja? Und dann nach 3 Monaten, was passiert? Das Telefon klingelt und plötzlich sind wir dreimal so teuer. Ja? Wie macht man das Ganze, um richtig Geld zu verdienen? Ist eigentlich relativ einfach. Ist einfach ein Command-Line-Flag, was man zum Start einer Java-Anwendung hinzufügen kann. Und zwar ist das Self-Destruct-Timer. Ja, aber 1 bis 2 Mal. Und wenn man dann die 1 bis 2 Mal, ne, ich sag mal, die Consulting-Kosten jeweils verdoppelt, dann ist man da ziemlich schnell. Ja, kann man auch randomisiert, dann wird es natürlich das Skript ein bisschen komplizierter, aber das sind Minuten. Ne? Also man kann auch einfach sagen, wir packen es einfach mal auf 3 Monate und vielleicht dann so nach einem halben, dreiviertel Jahr hat der Kunde vielleicht den Trick raus, aber dann sind wir ja schon reich. Von daher, das ist eigentlich schon mal ein ziemlich guter Tipp. So, jetzt habe ich euch natürlich ein bisschen ausgetrickst und habe hier in IntelliJ hier so ein Flag gesetzt. Das heißt, das werden wir jetzt nicht mehr machen. Ab jetzt gehen wir wirklich her. Ups, falsche Fenster. Und arbeiten hier in der Shell. Ich bin hier in dem Hauptordner, ne? Also einfach in meinem Git 50 Shades of Java. Das heißt, ich bin hier im Root. Kann jetzt hier zum Beispiel sagen, ich mache ein Maven Clean Install, um das ganze Projekt einfach zu bauen. Das heißt, ich bin wirklich im gleichen Ordner, wie ich hier auch bin. Gucken wir uns mal das erste Beispiel an. Das erste Beispiel heißt, das scrollen wir mal hoch nach dem Consulting-Trip, das Hello World Sample. Da gucken wir mal rein. Wo haben wir das? Unter Samples, Hello World Sample. So, ich hoffe, das kann man ganz gut lesen. Ja, hier oben habe ich ein paar Kommentare zu den Sachen, die wir später machen wollen. Und jetzt habe ich hier 2 Methoden. Print App Starter, Print App End. Gehen wir mal rein. So, wir sehen hier, was die beiden Methoden machen. Die machen einfach dödödöd und dann ganz viele Leerzeichen. Warum mache ich das? Das mache ich aus einem Grund, weil wir wollen ja jetzt hergehen. Und, ups, falsche Richtung. Ich tausche mal eben die Fenster, dass es sich irgendwie hier die Richtung verdreht. Wir wollen ja jetzt hergehen und das Ganze von der Shell aus starten. Und einfach, damit man die Anwendung, ne, zwischen den Maven-Dingern sieht, habe ich das Ganze hier gemacht. Das heißt, wenn ich jetzt hergehe,
in meiner Anwendung und ich mache hier zwischen ein System-Out-Print Guten Tag, JCon. Ja? So, dann gehen wir mal hier wieder her. Sicherheitshalber machen wir mal einen Maven Queen Install. Und dann führen wir mal hier das Hello World Sample aus. Und was sehen wir? Guten Tag, JCon. Wer hätte das erwartet? Ich glaube, allen klar soweit, oder? Okay, jetzt bauen wir das mal um. Das ist hier ein Hello World Example, ne? Das heißt, was machen wir? Hello World. Macht ja eigentlich viel mehr Sinn, oder? Wir wollen ja hier international, vielleicht sind hier auch, ich rede die ganze Zeit Deutsch, ich hoffe, hier sind keine Englischsprachigen, die zugucken. Aber wir machen das Ganze mal international. Gebaut haben wir. Führen wir das aus. Was erwarten wir? Chat? Einer eine Idee? Niemand? Soll ich nochmal den Code zeigen? Hello World erwarten wir. Genau, führen wir es aus. Hello World, oder? Halt nur in cooler. Ja, irgendeine ich würde doch keine Fallen stellen. Ja? Hier haben wir unser Hello World. Ist doch perfekt, oder? Gucken wir uns den Code nochmal an. So, einer eine Idee, was hier passiert ist, wie es dazu gekommen ist, dass wir plötzlich in Emojis schreiben? Refraction? Ja, aber siehst du hier im Code irgendwo Refraction? Console Utils, okay, bei einer sagt Console Utils, nehmen wir die mal raus, ja? Machen wir mal hier so und so. Die Methoden hatten wir ja gesehen. Charakter-Encoding, ich kann ja mal was anderes schreiben. Soll ich mal schreiben, irgendein Maven-Plugin? Nein, das Maven-Plugin hatten wir ja gesehen. Also hier ist kein Maven-Plugin und im Parent auch nicht. Kann man den verwendeten Font einstellen? Nee, weil, also, oh gehackte String.class, ja, zu solchen Sachen kommen wir später. Ah, einer hat es, genau. Der Trick ist hier oben in dem Kommentar. Und zwar, also das hier hat keinerlei Auswirkung, deswegen kann ich das mal wieder einblenden. Der Trick ist hier oben in dem Kommentar. Und zwar wird, wenn ich diese Main ausführe, die hide, warum my Software, eigentlich sollte das heißen hide me somewhere, die Install-Update-Methode ausgeführt. Genau das passiert. Das hier ist eine Zeile, die ausgeführt wird. Warum wird die ausgeführt? Ich mache zwar hier einen Kommentar, danach mache ich aber das Unicode-Zeichen für ein Carriage Return. Und auch wenn IntelliJ das nicht so ganz sieht, ist das hier im Grunde eine Zeile, die ausgeführt wird. Ja? So kann man relativ angenehm Java-Code in Kommentaren verstecken. Wenn man mal irgendwas machen möchte, was vielleicht die Arbeitskollegen nicht direkt sehen sollen, weil es vielleicht nicht ganz so schön programmiert ist. Das ist, ja, das ist böse, ja. Aber ne, ich sag mal, bevor jetzt irgendwer anfängt, über Code zu diskutieren oder so, ja, wenn man weiß, das ist vielleicht nicht ganz so toll, so diskutiert dann keiner, ne? Weil du kannst hier, es gibt keine Autovervollständigung in IntelliJ und so gar nichts. Also gut, aber anyway, was passiert denn hier überhaupt? Ich meine, ich mache ein System Out Print, ja. Können wir ja mal reingucken. Genau. Kommentare sind veraltet, die liest keiner, genau. Deswegen ist das eigentlich ein ganz schön böser Trick. Ach so, jetzt ist das wieder end. Das heißt, was wir hier machen, ist, gucken wir uns die Methode mal an, die Install-Update. Ja, und zwar überschreibe ich hier, das kann man in Java nämlich machen, System-Out. Und ich überschreibe System Out einfach mit einem eigens geschriebenen Formatted Print Stream. Und der macht nichts anderes als hier ein Mapping von verschiedensten Zeichen auf, das können wir auch mal mit der JCon hier noch machen, von verschiedensten Zeichen einfach hin zu Emojis. So, machen wir mal hier JCon. Jetzt mache ich mal nochmal ein Verify. Und dann können wir ja hier mal sagen, hello JCon.
Ja, Wintersemesterstudenten kann man damit auf jeden Fall ziemlich gut ärgern, glaube ich. So, starten wir das Ganze mal. Ja. Ah, irgendwo ist es. Wo ist es? Weiter unten? Wo ist es? Oh, ich habe die Emojis verloren. Da sind sie. Ja, irgendwas hat hier IntelliJ. Da sind die Emojis. Okay. So, das Ganze dauert gerade ein bisschen länger, als ich gedacht habe. Das heißt, wir können, glaube ich, gar nicht alle Beispiele uns angucken. Das Ganze ist aber ganz schön auch, um zum Beispiel, ne, also hier Same Old Trick, ja, das Ganze ist auch ganz schön, um Exceptions besser anzuzeigen. Machen wir mal einfach eine New Runtime Exception Error. So, ja. Lassen wir das doch einfach mal, ja, müssen wir ein Verify einmal machen. Und dann starten wir mal das Better Error Handling hier. Ist er durch. So, ist fertig mit Kompilieren. Starten wir mal hier das Better. Hier sieht man halt die Emojis deutlich besser. Die sind. Was ist passiert? Aber warum sind die nicht? Gerade bin ich etwas verwirrt. Das ist richtig, dass er das ausgibt, aber bisher hat er auch immer hier schön die Zeichen getauscht. Und das macht er gerade irgendwie nicht mehr. Starten wir das Ganze mal hier. Falsche Update installiert. Ah, guck, ja, hier sieht es doch besser aus. Hier haben wir die Runtime-Exception. Ja. Genau, okay. So viel dazu, Segen des Live-Codings, genau, aber so viel zu versteckten Code in Kommentaren und System Out und System Error überschreiben. Ganz nett. Ach, das Rebellion-Sample ist auch sehr schön. Gehen wir da mal rein. Same old trick, ja. Hier machen wir jetzt mal, fangen wir mal an mit einem System Out Print. Tag. Machen wir mal ein Verify. Starten das Ganze. Oh, jetzt habe ich schon, ich muss das mal eben ganz schnell wegmachen. Jetzt habe ich nämlich schon was verraten. Gehen wir mal her und holen uns aus dem Consulting-Trick unsere Vorschleife. Ja? Packen das hier rein. Wupp. So, und dann kompilieren wir doch nochmal neu und starten dann das Ganze nochmal neu. Und im Grunde sehen wir jetzt genau das, was wir wieder erwarten, unsere Steps. Ja? Nichts Besonderes also. Okay, beenden wir mal. Ja, ich habe einen Prozess gestartet, den ich offenbar nicht mehr beenden kann und der mir jetzt hier den Mittelfinger zeigt. Dumm gelaufen. Einer eine Idee, was ich gemacht habe, um das hinzubekommen? Ein Java-Prozess, den ich nicht mehr so einfach beenden kann. Security Manager, ja, damit könnte man das wahrscheinlich auch machen. Signalhändler, im Grunde, was ich gemacht habe, ach, jetzt komme ich hier wieder nicht rein. Ne? Wir müssen mal hier in die Hide-Me-Somewhere einfach mal öffnen. Und zwar kann man hergehen, Dienste, und zwar kann man hergehen und über Runtime, Get Runtime, ein Shutdown-Hook in Java registrieren. Und dieser Shutdown-Hook wird ausgeführt, sobald die JVM beendet werden soll. Und das ist halt irgendein Code, der wird dann einmalig ausgeführt. Wenn man jetzt natürlich hergeht und in dem Shutdown-Hook ein While True reinpackt, ist dieser Shutdown-Hook nie beendet und dadurch beendet sich die JVM auch nie. Ein bisschen kleiner bitte, ja, natürlich, gerne. Und dadurch beendet sich die JVM halt auch nie und das Ganze führt im Grunde dazu, dass wir den Prozess wirklich nur hart mit minus 9 oder so killen können und nicht mehr einfach über
Heute, ja, aber wenn ich ein System Exit mache, ich kann ja auch mal zum Beispiel Folgendes machen. Ich kann ja mal sagen, ich mache das Ganze hier nur viermal und mache dann ein System.exit 0. Und jetzt starten wir da, jetzt machen wir da einmal kompilieren hier. Und wenn wir das Ganze jetzt nochmal starten, dann wird man ja eigentlich erstmal davon ausgehen, dass nach 4 Sekunden das Ganze sich beendet. Das kann man zum Beispiel machen, wenn irgendwie ein Arbeitskollege der Meinung ist, irgendwo ein System Exit einzubauen und man ist der Meinung, nee, das macht aber gar keinen Sinn. Dann kann man natürlich hier einfach unseren Händler reinpacken und wie wir jetzt sehen, die Anwendung läuft fleißig weiter und ich muss sie hier auch wieder hart killen. Oh, wir haben schon nur noch 4 Minuten. Das ist ja total schade. Ich hatte so viele schöne Sachen, wie ihr seht, hier noch vorbereitet. Gucken wir uns mal die Highlights einfach an. Vielleicht programmieren wir das gar nicht. Das können wir uns einfach so angucken. Pattern Matching. Wer kennt Pattern Matching? Pattern Matching ist ein neues Feature, ein modernes Java-Feature, wo man, ja, ich sag mal, wir haben hier irgendwas und ganz oft schreiben wir ja solchen Code. Ja? Wenn ein Objekt von Typ Integer ist, dann müssen wir das irgendwie nach Integer casten und dann was machen. Wenn ein Objekt Instance von Typ String ist, dann müssen wir damit irgendwas machen und am besten Fall das ja auch noch nach String casten und so. Okay, wir haben noch 7 Minuten Zeit, sehr gut. Was es jetzt in Java so neu gibt mit Pattern Matching, ist hier sowas, wo ich dann einfach mit einem Switch sagen kann, Case Integer i, dann mache ich das, Case String s, dann mache ich das. Und hier haben wir den Vorteil, dass hier in dem rechten Teil wir jetzt hier wirklich schon für i ein Integer haben und hier für s ein String haben, wie in Scala, genau. So, das Ganze kann man aber auch schon mit Java 6 machen. Das ist eigentlich gar kein neues Feature in Java. Und zwar können wir mal Folgendes machen. Ich habe mal Folgendes hier gebaut. Das sieht man hier unter Pattern. Wir haben Infrastruktur und dann haben wir Mobile Phone, Bare Metal Server und Alexa. So, und die im Endeffekt Alexa, Bare Metal Server und Mobile Phone, die erben von Infrastructure. Infrastructure hat einen Namen und dann haben die alle so Methoden. Ne? Also beim Mobile Phone kann ich zum Beispiel sagen, Send SMS. Wenn ich jetzt sage, Infrastructure i ist gleich New Mobile Phone, keine Ahnung, iPhone. Ja, dann kann ich natürlich jetzt nicht sagen, i Send SMS, weiß er nicht. Da muss ich jetzt hergehen und muss das casten nach Mobile Phone i und dann kann ich sagen, Send SMS. So. Ja, was kann ich sonst auf i machen? Es gibt, glaube ich, nur ein Get Name, gibt es nur. So, die Akkivariante, die wir machen könnten, ist die hier. Ne? Wir könnten also sagen, sowas, if Infrastructure Instance of Mobile Phone, dann casten wir das nach Mobile Phone und senden eine SMS. Wenn die Infrastruktur Bare Metal Server ist, casten wir das und starten 100 Docker-Container. Ja, das ist dann die Methode, die im Bare Metal Server drin ist. Oder wenn die Infrastruktur ein Alexa ist, dann casten wir das nach Alexa und sagen, Alexa, erzähl mir einen Witz. Soweit, so klar, endlos Code, den wir überhaupt gar nicht brauchen. So, und das Ganze kann man jetzt viel, viel schicker schreiben. Und zwar muss man nur einen kleinen Trick machen. Und der Trick ist, Two-Little-Integers gucken wir uns gleich gerne auch noch an. Und der Trick ist, dass wir einfach sagen, unsere Basisklasse extends Runtime-Exception. Ja? Also es ist grundsätzlich sinnvoll, bei allen Datenklassen, die man hat, die von Runtime-Exception abzuleiten. Weil, wenn man das tut, kann man auch in Java 6 schon Pattern Matching machen, indem man einfach sagt, boah, ich bekomme mir meine Infrastruktur übergeben und dann schmeiße ich die direkt. Und jetzt habe ich hier meine schicken Catch-Blöcke und kann im Catch jeweils die Sachen abfangen und muss hier gar nicht mehr casten. Das macht Java für mich. Ja, also ich weiß gar nicht, warum man nicht hergeht und alle Datentypen standardmäßig als Runtime-Exception deklariert. Ja? Da gibt es endlos Diskussionen, soll man Runtime-Exception haben? Will man Checked-Exceptions, ja oder nein? Meiner Meinung nach einfach anstelle von Extends Object per Default, Extends Runtime-Exception und man hat so viel gute neue Features. Nächste, wie viel Zeit? Oh ja, nee, machen wir hier noch ein bisschen was. Genau, wir gucken uns gleich Two-Little-Integers auf jeden Fall an. Machen wir doch mal das Simple Loop Sample. Simple Loop Sample. Simple Loop Sample. So, hier habe ich jetzt meine Hide-Me-Methode nicht mehr versteckt. Ne, müssen wir einmal gucken.
Also da rufe ich jetzt automatisch eine magische Methode auf. Und was mache ich jetzt? For int i, i kleiner 100, i plus plus step i. So, gucken wir mal, was macht step denn? This is step so und so und dann ein sweep. Also hier habe ich einfach die Methode, die wir eben in der Vorschleife hatten, ausgelagert. So, ne? Ich kommentiere das hier mal richtig aus. Machen wir mal ein Verify. Und dann lassen wir das Ganze mal laufen. So, starten wir das Ganze mal. Und ich glaube, jedem ist klar, was wir jetzt bekommen. Als Ausgabe, es ist Step 0, es ist Step 1, es ist Step 2 und so weiter und so fort. Langweilig. So. Nehmen wir das mal dazu. Und starten das Ganze nochmal. Ja, ich muss die noch, ich bin noch nicht ganz fertig. Ich committe die auf GitHub, können wir gleich reingucken. Also die kommen auf jeden Fall auf GitHub. Genau, ich habe ein Verify gemacht. Starten wir das Ganze nochmal. Wie sieht das jetzt aus? Das ist doch viel interessanter, oder? Nicht 0, 1, 2, 3. So muss das aussehen. So macht das Spaß. Einer eine Idee, was ist hier passiert? Na? Auto-Unboxing, Integer-Caching. Peter hat es gesagt, Integer, genau, Martin auch, Martin Krehn auch. Was ich hier mache, ist, die Klasse Integer, Groß-Integer, die hat intern etwas, das nennt sich Integer-Cache. Und in diesem Integer-Cache gibt es hier ein Cache. Und da werden von minus 128 bis plus 127 alle Integer-Werte drin gecached, sodass, wenn die irgendwo benötigt werden, nicht neu erzeugt werden müssen, sondern aus diesem Cache genommen werden. Jetzt können böse Menschen natürlich hergehen und einfach mal über Reflection auf diesen Cache zugreifen und den dann einfach mal mit Mass Random shuffeln. Und schon ist Integer 3 nicht mehr Integer 3, sondern Integer 161. Kann man machen. Bringt Freude im Projekt. Vielleicht so irgendwie einen Tag vorm Urlaub oder so mal irgendwo einbauen. Sicherlich ganz cool. So, 33. Dann machen wir mal ganz, ganz schnell, weil es gewünscht wurde, Two-Gittel Integers. Wobei, das ist eigentlich gar nicht so interessant. Das klingt nur cool. Ich würde viel lieber, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Vielleicht, wenn wir Fragerunde haben, vielleicht zeige ich dann noch was. Machen wir mal das Cray. Das Cray ist cool. Für die Fragerunde. Okay, also gucken wir uns mal das Cray an. Dafür muss ich allerdings, das ist in einem anderen Modul, muss ich hier einmal cd... und cd in das Cray-Submodul gehen. Und gucken wir uns das mal an. Das ist eine relativ einfache Klasse. So, ich habe die vorsichtshalber schon mal auf deprecated gesetzt. Das ist, glaube ich, sicherer für alle. Public static void main. System out print. Hallo Welt. So, wir fangen wie immer so an. Und dann machen wir mal hier wieder unser Maven Clean. Und hier kann ich mir das kopieren. Das habe ich ja alles schön in der README schon mal reingeschrieben. Holen wir uns das hier. Und ist er durch? Ja, er ist durch. Perfekt. Dann führen wir das Ganze hier mal aus. Und wir sehen, wie man es erwartet. Hallo Welt. Ne? Können wir mal eben hier drumrum. Ups. Mal so ein paar Leerzeilen machen, damit man das schöner sieht. So. So. Dann machen wir mal hier ein private, das müssen wir static machen, static boolean value. Ah, gleich true, ja? So, und dann machen wir mal hier value plus value. Was gibt das Programm aus? Wer hat eine Idee? Chat? Value true, Fragezeichen. Ohne das Fragezeichen würde ich tippen. Value true, gucken wir uns das mal an.
Value true. Super. Okay, jetzt wird's kompliziert. Value false. Wir kompilieren. Und was bekommen wir? Immer noch true. Warum sollten wir true bekommen? Wir haben false eingetragen. Also bitte. False. Ist doch logisch, oder? True, false. So. Weil wir das hier einfach eingetragen haben. Jetzt ist aber Folgendes, und das ist, was das wissen ganz viele Leute nicht bei Java. Boolean in Java ist nicht binär. Ja? Also viele denken, wenn sie Boolean hören, an true oder an false. Ja? Und das war's. Aber das ist ja nicht immer nur schwarz und weiß. Da gibt es ja auch noch grau, die Mitte. Ja, und viele wissen das nicht. Auch das ist in Java bei Boolean erlaubt. Man kann nämlich bei einem Boolean sagen, das ist true, false oder maybe. Ja, der dritte boolsche Wert. Ja, nein, vielleicht, genau. Der dritte boolsche Wert. Ja. Was kommt raus? Wir kompilieren einmal. Manche würden jetzt sagen, das kompiliert doch gar nicht. Natürlich kompiliert das. Ist ja der dritte boolsche Wert bei Java, maybe. Führen wir das Ganze mal aus. False. Ja, in dem Fall false. Wir wissen es ja nicht. Ist ja maybe, ne? Wir können es ja nochmal machen. Machen wir sicherheitshalber nochmal das Ganze. Kann natürlich sein, dass jetzt wieder false kommt. Das ist halt bei so einer Sache wie maybe, ist das ja immer so ein bisschen schwer, ne? Das heißt, ich kann euch jetzt nicht versprechen, dass true kommt, weil ist maybe, ist wieder false. Wir können es ja nochmal machen. Ich hoffe, jetzt kommt true. Ansonsten, das ist halt der Nachteil an maybe, deswegen wird das maybe auch nicht so oft benutzt, weil man kann halt nicht beeinflussen, ob es true oder false ist, weil es ist vielleicht schon wieder false. Tut mir leid, ich kann leider nicht zeigen, also wahrscheinlich kann ich schon zeigen, wenn ich es 50 Mal mache oder so. Und dann irgendwann ist es true. Aber gerade kann ich es leider nicht zeigen. Warum ich immer neu, einfach sicherheitshalber, um sicher zu gehen, dass hier auch alles funktioniert, kompiliere ich immer neu. Starten wir nochmal, mal gucken, was passiert. True. Da sehen wir es. Der Value ist true. Ja, was ist hier passiert? Ich sehe schon irgendwie ein paar Sachen, ein paar Leute im Chat glauben mir offenbar nicht, dass es diesen dritten Wert maybe gibt, obwohl das Ganze durchkompiliert. Was ich hier nutze, ist der Java Annotation Prozessor. Und zwar gibt es bei Java ein Feature. Ah, Julian glaubt mir. Dankeschön, Julian. Sehr gut. Und zwar gibt es in Java ein Feature, das ist der Annotation-Prozessor und da kann man hergehen und zur Compile-Zeit basierend auf Annotations, zum Beispiel Source-Code erzeugen und so weiter und so fort. Und das ist ein Feature, das nutze ich hier und das ist hier so in diesem dritten Projekt Magic versteckt. Wenn ich mal in die POM von diesem Quell-Projekt gehe, was wir gerade hier hatten, sieht man hier auch, dass ich das Maven Compiler-Plugin ein bisschen konfiguriere und sage, dass ich einen Annotation-Prozessor habe. Und zwar den COM-GUI Garage Shades Prozessor. Und der geht her und verändert beim Kompilieren diese Klasse. Und ich nutze maybe schon seit Jahren. Ja, sage ich doch. Ich auch. Und verändert diese Klasse, sodass wir maybe nutzen können. Genau, wer Project Lombok kennt, der kennt ungefähr die Idee dahinter. Aber wie mache ich das jetzt, dass maybe funktioniert? Oh, was haben wir denn hier? Geh weg. Kleinen Moment. Ist das der richtige Desktop? Ich glaube schon, ja. Was machen wir, dass maybe funktioniert? Das sehen wir ganz schön hier in der Ausgabe. Ich gebe nämlich beim Kompilieren aus, wie die Klasse aussehen soll. Und hier sehen wir die Klasse, wie sie nach dem Annotation-Prozessor aussieht. Und der Trick ist einfach der hier. Ich füge in jede Klasse, die mit @deprecated versehen ist, der Annotation-Prozessor reagiert nämlich auf @deprecated, füge ich einfach mal ein private static final boolean maybe hinzu und das setze ich auf irgendeinem Random-Wert. Und basierend darauf ist das hier dann manchmal true, manchmal false,
Manchmal. Ja, manchmal maybe. Die vierte, I don't care, genau, ja, die für Java 17, ja, da sind sie sich noch einmal gegen. Java 17 wird ja ein LTS-Release, da sind sie sich noch unsicher, ob sie da schon das vierte boolsche Wert einfügen wollen oder erst für Java 18. Gut, ich würde jetzt einfach mal hergehen und in die Fragerunde starten, weil die Zeit ist vorbei. Wir können uns aber, wenn es da explizite Fragen gibt, noch weitere Sachen angucken, aber vielleicht erstmal. Ob einer Fragen hat, Kommentare, ob einer sagt, yo, genau das nutze ich morgen in meinen Projekten auch. Wie gesagt, ihr könnt euch auch gerne per Ton dazu schalten. Mit deinen Tipps wird meine Programmiervorlesung die böseste, die wir jemals an der Hochschule hatten. Ja, das freut, glaube ich, die Studenten. Christopher, genau, alles in Kombination benutzen. Ja, genau. Also das ist ja das Schöne, ne? Das ist alles, die ganzen Tipps hier sind quasi modular und kombinierbar. Also perfekt eigentlich für jedes Projekt. Ja, habt ihr irgendwelche Fragen oder Kommentare, weitere? Was war die fieseste Situation, in die ich Kollegen schon gebracht habe? Ich habe sowas, ich würde sowas in einem Projekt nie machen, um Gottes Willen. Also nie. Also ich würde Kollegen nie in irgendwelche fiesen Situationen bringen. Ich weiß gar nicht, Ralf, wie du auf solche Ideen kommen kannst, um Gottes Willen. Also würde ich nie tun. Nein, natürlich mache ich sowas in meinem Berufsleben nicht. Ob maybe auch bei C-Sharp geht, ja, das weiß ich nicht. Dafür muss ich gestehen, kenne ich mich zu wenig in C-Sharp aus, wie man da in C-Sharp solche Gemeinheiten machen kann. Das kann ich dir leider nicht sagen. Annotation gibt es da auch, genau. Ich weiß halt nicht, ob es auch einen Annotation-Prozessor gibt bei C-Sharp. Das kann ich von daher nicht sagen. Ja, Extension Classes, ja, genau. Weiß ich einfach nicht. Da kann ich leider wenig zu sagen. Wir können auch gleich gerne nochmal, wenn keine groß weiteren Fragen kommen, nochmal ein oder zwei Beispiele uns auf jeden Fall angucken. Ansonsten, was ich noch mitgeben wollte, ist vielleicht einfach. Ups, und da hat sich meine Keynote abgeschossen. Nein, ihr seht es, genau. Wenn es im Nachgang Fragen gibt, könnt ihr mich relativ einfach unter Twitter mit @HendrikEbbers erreichen. Ansonsten habe ich am Anfang ja auch schon gesagt, ich bin Mitgründer der Firma Karakun. Findet man alles unter karakun.com. Das ist aber sicherlich für euch alle gar nicht so interessant. Wir haben aber unter dev.karakun.com auch einen technischen Blog mit verschiedensten Vorträgen, hauptsächlich zu Java Core Teams, Themen. Da findet man dann auch die ganzen Vorträge, die ich halte, unter Talks. Und den werde ich jetzt auch irgendwann im Laufe dieser Woche da auf jeden Fall hochladen und da dann auch das GitHub-Repository verlinken. Den Annotation-Prozessor zeigen. Natürlich, kann ich gerne machen. Genau, das war mein eigener, aber wir können uns den Code gerne angucken. Also um Gottes Willen, gehen wir mal her. Das möchte ich nicht verheimlichen. Der ist hier in der Magic-Klasse. Gucken wir uns das Ganze mal an und wie das Ganze funktioniert. Mache ich mal alles andere fix zu. Also erstmal muss man bei so einem Annotation-Prozessor sagen, ab welcher Java-Version der funktioniert. Oh, wir müssen zum Ende kommen, lese ich gerade. Eine Minute und hier gebe ich an, dann welche Annotation genutzt wird. Und dann habe ich hier im Endeffekt einfach so eine Process-Methode und die geht her, findet alle Klassen mit der Annotation und fügt dann das Maybe-Field hinzu. Und hier nutze ich, das ist das interne Java Compiler API. Muss leider raus, danke. Okay, das ist das interne Java Compiler API. Also die sind hier alle irgendwo unter ComSun Tools, Java C Tree, die Klassen. Und damit kann man dann hergehen und sowas machen. Ja, oh, ihr geht alle super, dann hat mich gefreut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ansonsten, genau, Fragen gerne im Nachgang @HendrikEbbers bei Twitter oder über DevHub. Da findet ihr auch meine E-Mail-Adresse unter devkarakun.com und auch später
das GitHub-Repository. Vielen Dank und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Macht's gut!